Jetzt im Herbst sind sie wieder unterwegs, die Blender oder einäugigen Autofahrer. Falsch eingestellte Scheinwerfer sind nicht nur für die entgegenkommenden Autos ärgerlich, sondern auch gefährlich. Denn gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, richtig sehen zu können. Pünktlich hat das deutsche Kraftfahrzeuggewerbe den Startschuss für die größte jährliche Verkehrssicherheitsaktion gegeben, den Lichttest 2009. In bundesweit mehr als 39.000 Kfz-Meisterbetrieben können Autofahrer die Beleuchtung ihres Wagens kostenlos überprüfen lassen. Falsche Scheinwerfereinstellungen werden sofort korrigiert. Sollte eine Glühlampe kaputt sein, gibt es Ersatz. Im deutschen Kraftfahrzeuggewerbe überprüfen wir etwa 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr mit der Beleuchtungsanlage. Das bedeutet natürlich für das Kraftfahrzeuggewerbe einen großen wirtschaftlichen Aufwand, wenn man bedenkt, dass etwa 10 bis 15 Minuten geprüft werden und gecheckt werden muss. Für den Endkunden, für den Autofahrer ist es auf jeden Fall kostenlos. Ja, wir stellen immer wieder fest, dass eine Menge von Autos falsch eingestelltes Licht haben. Das heißt in der Regel nicht zu tief, sondern zu hoch. Und das bedeutet insbesondere natürlich in der dunklen Jahreszeit, dass viele entgegenkommende Verkehrsteilnehmer geblendet werden, aber auch vorausfahrende, wenn beispielsweise das Licht dann im Rückspiegel zu sehen ist. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee ist der Schirmherr der Aktion. Natürlich wurde auch bei seinem Dienstwagen die Beleuchtung geprüft. Wenn etwas kostenlos geboten ist, dann sollte man es doch nutzen. Wir fahren viel zu viel mit einäugigem Licht, wir fahren mit nicht richtig eingestelltem Licht, blenden gegenseitig. Das alles kann vermieden werden, wenn wir zum Lichttest gehen. Und deshalb mein Appell an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, nutzen Sie diesen Lichttest, opfern Sie ein bisschen Zeit, das dient Ihrer und der Sicherheit anderer. Die Plakette in der Windschutzscheibe signalisiert der Polizei, dass die Beleuchtung bei diesem Auto geprüft wurde. Und damit spart man sich auch Ärger bei den alljährlich groß angelegten Verkehrskontrollen.